Sollte der ein oder andere Zuschauer in diesen Sekunden einen starken Augeninnendruck verspüren, weil sich die Netzhäute lösen möchten, bitte durchhalten, die Grafik ist Absicht. Der neue Ego-Shooter Iron Fury präsentiert sich nämlich durch und durch Oldschool und kredenzt als sprücheklopfende Heldin gewissermaßen eine weibliche Version von Duke Nukem. Say my name. Die Frage ist nun, macht das, was in der Steinzeit der Shooterspiele fesselte, heute noch Spaß? Wir verraten es euch in diesem Testvideo. Iron Fury, das bis vor kurzem noch Iron Maiden hieß, bis eine Klage der Heavy-Metal-Band Iron Maiden das änderte, ist ein reiner Einzelspielertitel. Und wie es sich für einen brillanten 90er-Jahre-Shooter gehört, erzählt ein spektakulär aufwendiges Intro die irrsinnig originelle Vorgeschichte des Spiels. Wir fassen mal zusammen, den Spieler erwartet dies. Erstens, ein verrückter Wissenschaftler sorgt mit kybernetisch verbesserten Schurken und Monstern für Angst und Schrecken. Zweitens, er und seine Schergen müssen gestoppt werden. Drittens, töten! Na gut, die Story geht dann vielleicht doch nicht als episch durch. Iron Fury ist im Cyberpunk-Genre angesiedelt, wie man es aus Spielen wie Deus Ex, aber auch von Filmen kennt. Blade Runner mit Harrison Ford dürfte das prominenteste Beispiel sein. Das Abenteuer von Protagonistin Shelley Bombshell Harrison beginnt im Zentrum der Stadt Neo DC, wo deprimierende Dunkelheit auf grelles Neonlicht trifft. In Sachen Atmosphäre funktioniert das Spiel schon mal ganz gut, auch wegen der abwechslungsreichen Synthi-Musik und der düster bedrohlichen Geräuschkulisse. Auch die Feuergefechte machen Spaß. Das Gunplay glänzt durch schnelle Action und präzise Steuerung. An Waffen hat Shelley einen Schlagstock, einen Revolver namens Loverboy, eine Schrotflinte, eine Maschinenpistole, eine kettenbetriebene mobile Kanone, neudeutsch Chaingun, sowie Handgranaten, eine Ionenstrahlarmbrust und Minen im Gepäck. Wobei wir uns fragen, wo sie das ganze Gedöns hinsteckt, egal, ist ja alles Science Fiction. Die Waffen haben bis auf die Chaingun jeweils eine Primär- und eine Sekundärfunktion. Mit dem Revolver lassen sich zum Beispiel mehrere Gegner markieren. Die Knarre legt die Gegner dann anschließend bam 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 automatisch um. Dabei schlägt die freie Hand der Prima Ballerina mit der Kante auf den Hahn, wie man es aus Westernfilmen kennt. Das nennt sich Fächern und erlaubt einem Single-Action-Revolver schneller zu feuern. Damit wäre dann auch unser Bildungsauftrag für dieses Video erfüllt. Die Schrotflinte dient, entsprechende Munition vorausgesetzt, auch noch als Granatwerfer. Maschinenpistolen lassen sich auch zweihändig, also im praktischen Akimbo-Doppelpack, abfeuern. Die Armbrust verschießt Energieladungen. Halten wir den Mausbutton länger gedrückt, haut das Schätzchen mehrere Strahlen raus. Bestenfalls erwischt sie also gleich mehrere Gegner. Die Bowling-Granaten sind im Einsatz so unterhaltsam, wie es die Bezeichnung andeutet. Als overpowered empfinden wir die Schrotflinte. Sie trifft aus weiter Entfernung unrealistisch gut. Vermisst haben wir ein Scharfschützengewehr. Eine wichtige Einschränkung allerdings: Wer Freude an den zahlreichen Waffen und Gefechten haben möchte, sollte nichts gegen das Schießbuden-Flair des Spiels haben. Das Feindgesock steckt in der intellektuellen Fastenzeit. Niemand geht in Deckung oder öffnet Türen. Nicht selten knallen sich die Dödel gegenseitig ab. Manchmal äumeln sie durch die Gegend, als hätten sie einen Schatten vor der Stirn. Bisweilen bewegt sich das Kanonenfutter auch wie die von Volksfesten bekannten weißen Papierröhrchen in Schießbuden. Richtig, die besagten kleinen Zylinder bewegen sich gar nicht. Folgerichtig steht auch das Feindgesinde nur blöd rum. So zum Beispiel der Knüll hier. Ein Kumpel sinkt da nieder, der Kollege daneben mustert weiter die hochinteressante Wand. Wenn Shelley Bombshell Harrison die Kreaturen von Dr. Jadus Haskell ausknipst, könnte Iron Fury glatt den Untertitel Bomb Raider und die Doom-Köpfe tragen. Das restliche Gameplay von Iron Fury gibt sich klassisch. Bei der Jagd nach Sektenführer Dr. Haskell muss unsere scheinbar unbesiegbare Jacqueline Norris in jedem Level den Ausgang finden, was wegen des oft verschachtelten Aufbaus
an einen Laborratten-Labyrinth-Test erinnert. Hin und wieder Ebenen, Sprengungen, neue Wege, manchmal geht es durch Lüftungsschächte. Außerdem sucht Shelly Schlüsselkarten, Hebel und Schalter, um Türen zu öffnen. Ventilatoren pushen die Doppel-X-Chromosomen-Variante von Duke Nukem in höher gelegene Bereiche, auch Sprungeinlagen stehen auf dem Programm. Mit ihrem unter Strom stehenden Schlagstock gibt Shelly dann noch Generatoren Starthilfe, damit Aufzüge oder Brücken wieder funktionieren. Zudem ballert die Heldin nicht nur Kugeln, sondern auch sarkastische Sprüche raus. Mit dem legendären, muskelbepackten Alien und Schürzenjäger aus dem Hause 3D Realms kann das Fräulein aber nicht ganz mithalten. You're gonna have to do better than that, you bald-headed bitch! I'm coming for you, Heskel! Kurioserweise hat John St. John, die englische Stimme von Duke Nukem, die Sprecherrolle des irren Dr. Heskel übernommen. Wobei Iron Fury so gut wie keine Zwischensequenzen bietet. Die Story wird nur durch Dialoge zwischen unserer taffen Duchess Nukem und ihrem Widersacher weitergesponnen. Das ist ein bisschen mager. Despite all your rage, you are still just a rat in a cage. I will enjoy your demise. Get that fucking jalopy out of here. Levelbosse können hingegen ganz schön fett ausfallen. Einige sind reichlich biestig. Wer für den nächsten Endkampf nicht genug Heilpakete aufgespart hat, sollte Beruhigungsmittel bereithalten. Insgesamt hat Iron Fury viele gute Phasen, aber auch langweilige. Wenn jeder Feind im Level eliminiert ist und man nicht weiß, wo es weitergeht, artet das Ganze in stupide Sucherei aus. Während solcher Leerlaufphasen sehnt man sich als Spieler danach, etwas Spannenderes tun zu dürfen. Einem Stalaktiten beim Tropfen zusehen zum Beispiel. Zudem sehen sich Innenlevel oft sehr ähnlich. Aber nicht nur hier wäre mehr Abwechslung gefragt, sondern auch in puncto Gegnertypen. Dem Spieler begegnen im ersten Drittel des Spiels vor allem Kultisten in roten Kutten, Kultisten in braunen Kutten, Kultisten in roten Kutten, Kultisten in braunen Kutten, manchmal aber auch Kultisten in braunen Kutten oder Kultisten in roten Kutten. Nach dem Schwächeln in den Levels 2 und 3 nimmt Iron Fury aber dann wieder Fahrt auf. Da tun dann die auf einem Kopiergerät vervielfältigten Sektenanhänger nicht mehr so weh. Endlich gibt's dann neue Gegnertypen. Da möchte man fast an einer Harfe zupfen und Hosiana trällern. Für die Grafikengine nutzt Iron Fury übrigens einen modernisierten Port, der Build-Engine von 1995, mit der zum Beispiel damals Duke Nukem 3D dargestellt wurde. Entwickler Voidpoint hat aus dem antiken Grafikmotor herausgeholt, was ging. In der heutigen Zeit wirkt es trotzdem ein bisschen merkwürdig, wenn Gegner als zweidimensionale Sprite-Objekte mit gefühlt zwei Animationsphasen dargestellt werden. Jüngeren Spielern empfehlen wir Iron Fury deshalb nicht, weil sie sonst freitags die Schule schwänzen, um gegen die psychischen Grausamkeiten zu demonstrieren. Für sie sieht Iron Fury wahrscheinlich einfach nur altbacken aus, wie ein Brötchen im Ententeich. Wenn es um ältere Vertreter und Vertreterinnen der Gattung Homo Ludens geht, muss sich der Shooter dann mit dem aufgepeppten Duke Nukem 3D messen, welches 2017 als 20th Anniversary World Tour erschien oder in verschiedenen Sourceport-Versionen verfügbar ist. Oder auch mit der sich noch in Arbeit befindlichen Total Conversion auf Basis der Serious Sam 3 Grafik-Engine. Und spätestens da sieht Iron Fury dann ganz schön alt aus. Vergleicht man das Spiel dann gleich mal mit der Doom-Neuauflage von 2016, sieht Iron Fury natürlich richtig alt aus. Aber der Oldschool-Look ist natürlich so gewollt und wird Fans von Klassikern sicherlich gefallen, zumal die Level voller kleiner Details stecken. Was uns an Iron Fury sonst noch positiv auffiel? Die 7 großen Level, die weit über 10 Stunden lang beschäftigen, sind mit Geheimräumen gespickt. Erkunden wird also belohnt. Und die Splatter-Szenen in Verbindung mit der kruden Physik sorgen fürs ein oder andere Grinsen. In der Summe ist Iron Fury also so konsequent 90s, dass es fast alle Gameplay-Stärken und Schwächen der damaligen Zeit serviert. Im Abschlusszeugnis der staatlichen Oldschool München steht deshalb die Note 3, ein knappes, befriedigend.